Moin moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und heute spielen wir wieder World of Warships und nicht mit dem Zerstörer Wakatake, den habe ich nämlich verkauft und habe mir mal die Stufe 4 Zerstörer, die Isokatze, oder wie ich sie nenne, einfach die Isokatze, gekauft. Und ja, Hauptbewaffnung, Hauptbatterie 9,7 Reichweite, Torpedo 7, eigentlich auch wie die Wakatake. Und Flakbewaffnung, naja, 1,2 Kilometer ist mal nichts. Gut. Dann schauen wir mal. Was haben wir so für Fahrzeuge? Also Stufe 4 und Stufe 5 Schiffe. Hauptsächlich, ja, kein Dreier. Okay. Aber ganz viele Zerstörer. 4 auf jeder Seite. Oh, was ist das denn hier? Okay, gar nicht. Brauche. Achso. Das war B. Ich dachte, B wäre die Hupe. Aber na gut. Ich vergesse jedes Mal die Hupe. Ulis. Nee, das war's nicht. Z war's auch nicht. Ach, was weiß ich. Gas. Da ist nämlich schon unser Feind. Ah, komm, Kanon, zieht rüber. Eins, zwei Zerstörer sind aufgedeckt. Das heißt, bei uns könnten hier hinten auch welche sein. Aber ich glaube, wir unterstützen mal den Mutsuki. Ich brauche Unterstützung. Ach, der hat gleich zwei. Ja, ich weiß, ich habe zu schnell. Ja, Entschuldigung. Ah, dreh weg, dreh bei. Ups. Der war. Haben wir nur eine Kanone? Der hat zwar getroffen, aber. Ah, genau das hatte ich vor. Aha, der hat zu früh losgelegt. Shit. Nichts getroffen. Hat auch vier fast. Ha! Torpedo hat getroffen. Jawohl. Das ist ein guter Anfang. Das ist wirklich ein guter Anfang für meine Isokatze. So, wir drehen. Die brennen hier schon alle. Der ist verwundet, der ist auch fast weg. Die dann nahe. Denay. So. Ich mache hier einfach, damit wir hier Rückzugsmöglichkeit haben. Und ich wieder in die Bucht fahren kann. Nicht näher ran. Nebelwand gelegt. Ah, ich hätte es versuchen können, aber ich traue mich nicht.
War das da gerade ein Zerstörer, der da in der Bucht ist, hier vorne? Nein, das ist ein Schlachtschiff. Maschinenboost aktiviert. Wenn wir es zur Insel schaffen, ohne entdeckt zu werden, dann können wir Glück haben. Nein, da ist ein Zerstörer. Scheiße! Wurden noch nicht entdeckt. Glück gehabt. Ich versuch's jetzt. Ich versuche jetzt an diesem Schlachtschiff ranzukommen. Ich glaube, der Zerstörer ist direkt hier um die Ecke. Ist noch nicht aufgedeckt. Jetzt entdeckt. Aber könnte auch vom Schlachtschiff sein. Jupp, da ist er. Und jetzt hauen wir ab. Lässt du das wohl? Torpedos auf Steuerbord. Torpedos Achterhaus. Jawoll. Wir haben ein gegnerisches Schlachtschiff versenkt. Uhu. So, Freundchen, du kriegst gleich hier die nächsten. Maschinenboost deaktiviert. Ich klär dich wieder auf, ist mir Wumpe. Nee, der ist vorbeigefahren. Müssen wir aufpassen, dass ich nicht in die Falle fahre. Ich muss auf jeden Fall... Da, ihr fährt da raus. Ah, da ist er, da ist er. Fuck. Hat irgendwer versenkt. Ich weiß nicht wer. Shitte, shitte, shitte. Wir müssen wegdrehen, wir müssen wegdrehen. Wir haben überhaupt keine Deckung. Wir fahren geradewegs auf die Schlachtschiffe zu. Ah, weg, 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 weg. Dreh dich, dreh dich, dreh dich. Ich will wieder zu meinen Inseln. Nein, nein, nein. Hui, hui. Hörst du wohl auf mein Schiff zu schießen? So. Da ist auch einer. Der ist aber fast weg. Auf 13 Kilometer. Ich glaube, den will ich haben. Zu spät. Wir führen. Aber sobald das Schlachtschiff weg ist, ist das natürlich wieder keine Kunst. Also dann haben wir wieder dicke Minuspunkte. Oder der Gegner hat da mehr Punkte. Wenn wir die Zerstörer noch rausnehmen können, das wäre schön. Da ist einer. Wo ist der Angeschossene? Wo ist der angeschlagene Zerstörer von denen? Der fährt doch hier irgendwo rum. Wo ist er? Ich will nicht von denen überrascht werden. Wir kriegen Verstärkung, T-22, aber auch schon fast hin. Der macht vielleicht, wenn er seine Torpedos noch einmal los wird, dann ist das alles gewesen. Aber für ihn. Wo ist der andere Zerstörer? Der war doch hier irgendwo in der Ecke. Okay, das ist jetzt egal. Wir müssen uns um den kümmern.
verdammte Axt. Ist doch bestimmt seine Ostereier schon losgeworden. Muss mal aufpassen. So, wir fahren jetzt zu der Insel da. Wir können jetzt nämlich mit Y haben wir wieder mehr Speed. Und wir können Nebel werfen zum Ablenken. Ey, der ist... Wo ist der andere? Ah, die machen schön weit entferntes Battle. Ach, ich bin ja schon bei dem Punkt. Fährt er um die Insel oder ist er da? Parkt er? Da muss mich doch gesehen haben. Schläft er? Oder macht das absichtlich? Irgendwas beschießt mich da. Ach, der. Ich will ihn haben, ich will ihn haben, ich will ihn haben, ich will ihn haben. Du wirst mir. Keiner trifft, verdammte Axt. Ach, jetzt kann er seine Torpedos abwerfen. Ich bin doof. Kritischer Maschinenschaden. Feueralarm. Ah, ich bin sowas von dumm. Problem gelöst. Ja. Aber ich habe ihn noch mitgenommen. Den einen, der hat wirklich nur noch einen Schuss gebraucht. Der andere Zerstörer ist auch weg. Den habe ich nicht zerstört. Ist aber weg. So, jetzt haben wir noch einen Zerstörer, einen Kreuzer. Und ihr Kreuzer ist auch gerade weg. Das heißt, sie haben noch drei Schlachtschiffe. Also Jungs, das könnt ihr nicht verkacken. Das könnt ihr nicht verkacken. Schaut's denn aus hier, ne? Der ist fast weg. Was? Ichizuki? Also die feindliche Ichizuki und unsere ist fast weg. Die Orion auch. Wo sind die anderen? Texas? Ah. Also die haben noch... Oh gut, der ist weg. Also wir haben noch einen Kreuzer und einen Zerstörer. Die können ranfahren vielleicht. Ah, na gut, die haben sie, die sind offen da. Ist egal. Ich finde, ich habe mich teuer verkauft. Nein, der ist weg. Es wird eng. Es wird eng. Oh, Jungs, kommt. Das ist, war das erste Mal mit meiner Isokatze. Das müsst ihr machen. Der krepelt hier rum. Da, was machst du da? Hm. Ja gut, ich würde einfach hinter die Insel fahren und einnehmen, einen Punkt einnehmen. Aber das wird zu lange dauern. Weil die Schlachtschiffe werden bestimmt nicht... Doch, die kommen. Ah, die haben dich wahrscheinlich noch nicht gesehen hier. T22, aha. Echt? Hier mal die Ostereier rauslassen? Hm, gucken wir mal, ich bin gespannt. Also natürlich für die gegnerischen Schiffe, die haben natürlich jetzt die super Möglichkeit natürlich auszuweichen. Ach, er will sie wahrscheinlich von, diesem, von der Base weghalten. Naja. Alle Stationen, Feuer auf das Ziel konzentrieren. Ja, natürlich toll gewesen, damit er einen Torpedos getroffen hätte. Aber er kann sich ja erstmal hinter der Insel positionieren. Wenn sie kommen, kann er immer noch vorfahren, Gas geben, Nebel werfen, klack und... Jawoll! Zack! Mein Team und ich haben gut gekämpft. Jawoll! Also, ich habe echt selten so viel Spaß mit dem, Zerstörer. Meistens, wenn überhaupt, zerstöre ich ein Schiff, aber drei auf einmal. Schön. So macht das Spiel Spaß.
Gut, ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht und wir sehen uns zum nächsten Mal. Ihr hört uns zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.